Wir haben heute Tom Clements hier als Gast aus den USA, ein Politiker und Anti-Atom-Aktivist, der uns berichten wird über Savannah River Site, eine Nuklearanlage unter dem amerikanischen Energieministerium. Der Grund dafür ist, dass wir in Jülich ein Zwischenlager für Atommüll liegen haben, das geräumt werden muss. Das Zwischenlager hat bis ins letzte Jahr mit einer normalen befristeten Betriebsgenehmigung gearbeitet. Dann haben die in Anführungszeichen vergessen, für die erneute Betriebsgenehmigung notwendige Papiere rechtzeitig einzureichen, sodass, nachdem die Betriebsgenehmigung abgelaufen war, unser Energieminister Gabriel Kühn sich genötigt sah, denen eine Anordnung zum Weiterbetrieb zu geben, sodass sie also jetzt halbjährig befristeten, einmal verlängerten Anordnungen weitermachen konnten. In der Zwischenzeit wurden Gespräche geführt zwischen Deutschland und den USA über den Verbleib und den möglichen Export des Atommülls dort in Jülich in die USA. Und wie der Zufall so spielte, kam vor kurzem ein Gutachten zur Erdbebensicherheit. Man hatte an den Ecken des Gebäudes für Bohrungen untergebracht, negativ ungefähr Bohrkerne hochgeholt, die untersucht und kann jetzt im Falle von Erdstößen eine Bodenverflüssigung nicht aufschließen, was das Lager potenziell unsicher macht. Und deshalb hat Herr Kühn eine Räumungsanordnung erteilt, hat also die Anordnung zur Zwischenlage nicht mehr verlängert, sondern eine Anordnung erteilt, dass das Lager geräumt werden muss und den Betreibern aufgegeben, bis Ende August ein Grobkonzept vorzulegen zur Räumung und bis Ende September ein Feinkonzept. Das Problem mit diesem Material ist aber, dass es aus Leistungsreaktoren stammt. Das heißt, aus Reaktoren, die kommerziell Strom produzieren, das sind keine Forschungsreaktoren. Und im neuen Entsorgungsgesetz steht ausdrücklich drin, dass nur Atomabfall aus Forschungsreaktoren ins Ausland exportiert werden darf. Atomabfall aus Leistungsreaktoren muss in Deutschland bleiben. Der darf nicht exportiert werden. Jetzt versucht man also in der Zwischenzeit schon mal diese Reaktoren umzudefinieren. Es kam schon so schön das Wort Neuschöpfung wie Entwicklungsreaktoren, das hat man noch nie vorher gehört. Es ist ja nicht über Fracking, wo es auch mit Fracking heißt, sondern Klubsnichtmodulation. Das ist auch ein sehr schönes Wort. Und man versucht also, unserer Einschätzung nach, dieses Verbot zu umgehen. Dann wird möglicherweise, das befürchten wir auch, sogar das Bundesgesetz nochmal wieder ändern, wenn sie mit der Umdefinition und Umbenennung der Leistungsreaktoren in Forschungsreaktoren nicht durchkommen. Tom wird uns jetzt gleich Details über die Problematik mit Savannah River darlegen. Und ich möchte noch sagen, dass wir hier ein bisschen Material auch haben, einer von der Piratenfraktion selber. Wer möchte, kann sich eine Tüte mitnehmen. Da ist ein bisschen Material drin. Draußen liegen auch Postkarten und kleine Aufkleber und Unterschriftenlisten aus. Und draußen stehen auch Getränke. Wer also das zu trinken haben möchte, kann sich gerne zwischendurch bedienen. Und dann gebe ich das Wort jetzt an Tom Clements. Hello everyone, I'm sorry I have to do this in English, but Sylvia will translate. Why don't you introduce yourself? Okay, Tom sagte gerade, es tut mir leid, dass ich den Vortrag auf Englisch halten soll, aber dafür habe ich ja hier meine Dolmetscherin neben mir. Mein Name ist Sylvia Robinson, ich bin Konferenzdolmetscherin, kann jeder gut hören? Ich bin Konferenzdolmetscherin für Deutsch, Englisch und Französisch und ich bin hier beauftragt worden, Tom heute Abend zu unterstützen. So again, thanks to everyone for attending. And I am Tom Clements and I live in the state of South Carolina in the United States, where the site that the German fuel would go to is located. Noch einmal möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie heute gekommen sind zu diesem Treffen. Mein Name ist Tom Clements. Ich komme aus South Carolina. Das heißt, ich wohne dort, wo sich das Gelände befindet, wohin man den deutschen Atommüll transportieren möchte. And I'm the director of this small organization called Savannah Riverside Watch.
But I've been monitoring nuclear issues in the United States and of the U.S. Department of Energy for over 30 years. I'm not a physicist. I have a master's degree in environmental science, so I am more interested in the policy end of nuclear issues in the United States. Ich bin der Direktor der Savannah Riverside Watch, der Organisation, die ich hier vertrete. Ich befasse mich aber bereits seit über 30 Jahren mit der Thematik des Atommülls und der Atomkraft und habe alles verfolgt, was von Seiten des amerikanischen Energieministeriums diesbezüglich unternommen wurde. Ich bin kein Physiker von Beruf. Ich habe Umweltwissenschaften studiert und ich interessiere mich insbesondere für Maßnahmen, die in diesem Bereich ergriffen werden. Okay, so I want to talk in general about the proposal before us to export the AVR and THTR spent fuel, but then talk more specifically about the Savannah River site in South Carolina and why it is not the place to ship this fuel to. Mm-hmm. Ich möchte hier über die verschiedenen Vorschläge in Bezug auf den Transport der abgebrannten Brennelemente aus Deutschland zur Savannah Riverside berichten. Und ich möchte Ihnen insbesondere sagen, warum ich der Auffassung bin, dass sich dieses Gelände für die Lagerung überhaupt nicht eignet. In case you don't know too much about it, just to say a little bit more. This is the AVR gas-cooled reactor at Jülich, which had these small graphite balls in it, and this was just a schematic of this type of reactor. There were two in Germany, and there were also a couple of similar ones in the United States, and it was a failed experiment to develop gas-cooled reactors, though China particularly has interest in continuing this program. Und worum es in diesem Fall geht, das ist der gasgekühlte Reaktor in Jülich. Dort hat man Graphitkugeln eingesetzt. Zwei dieser Reaktoren gibt es in Deutschland. Mehrere Anlagen derselben Art gibt es auch in den USA. Das Experiment ist gescheitert und China ist momentan ein Land, was immer noch daran interessiert ist, dieses Projekt weiter zu verfolgen. Well, you've probably seen pictures of the storage facility at Jülich. These are the castor casks, which weigh about 25 metric tons each. They're 152 there and 305 at the Ahaus facility from the THTR reactor. Mm-hmm. And the rest of the reactors in Germany are light water reactors, so this is a totally different kind of reactor. Was Sie hier vorne auf dem Foto sehen, das ist eine Abbildung der Castor-Behälter in Jülich. Das Gewicht liegt bei 25 Metriktonnen pro Behälter. Es gibt davon 152 Behälter, dann noch 350 dieser Behälter in Ahaus. Und das sind... what was the last sentence with the light? The reactors are light water reactors. Ah, okay. Und es handelt sich um Leichtwasserreaktoren. Cooled with water, not gas. Und sie werden mit Wasser gekühlt anstelle von Gas. And just to add, I may get in to see this facility tomorrow if the Forschungszentrum Jülich allows it, but it's a little unclear right now. Und dann möchte ich noch hinzufügen, dass ich morgen nach Jülich, vielleicht nach Jülich kommen werde, um diese Forschungsanlage zu besichtigen, aber das ist im Moment noch nicht klar, ob man mich dort reinlässt. Okay, so we're talking about 900 of these balls that Germany doesn't know what to do with. So 300 of AVR at Jülich and 600,000 about at the Ahaus facility. Mm-hmm. And the most important thing here to me is these had 1 gram of uranium in them, which were a form of uranium that was weapons-grade uranium, mm-hmm. 30 years ago. But this is Department of Energy, and they're reporting this figure now. But it's not accurate at all.
Es geht hier um 900.000 dieser Kugeln. 300.000 davon befinden sich in der Anlage in Jülich, die übrigen 600.000 in Ahaus. Und was interessant ist, ist, dass man berichtet von Seiten der amerikanischen Energiebehörde, dass 1 Gramm Uran in diesen Kugeln enthalten ist. Das war vor 30 Jahren der Fall. Das ist jetzt nicht mehr zutreffend. Highly enriched. Sie sind mittlerweile, ja, sie sind mittlerweile hochgradig verstrahlt. This is being proposed as a non-proliferation program to take this highly enriched weapons-grade uranium to the United States. But even the Forschungszentrum Jülich in English and German says online that there's no weapons-grade uranium in the material. And Rainer Moorman, who used to work at the site, has also done the calculation. There's no weapons-grade material in the Jülich fuel, so it's really not a non-proliferation program. So what is the motivation? Man sagt, dass es nicht gegen den Atomwaffensperrvertrag verstößte. In Jülich sagt man, wenn Sie auf die Webseite der Firma kommen, werden Sie sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch Hinweise darauf sehen, dass es hier nicht um waffenfähiges Material geht. Es ist kein waffenfähiges Material und von daher gibt es auch keinen Verstoß gegen die Weiterverbreitung von Kernwaffen. Well, I'll go ahead and answer the question. On the German side, it's dumping a nuclear waste problem somewhere far away. And on the Savannah River side, which I'll talk more about in a minute, it's making a lot of money from someone dumping nuclear waste. Ich kann Ihnen sagen, worum es hier geht. Auf der deutschen Seite geht es darum, dass man ganz einfach jede Menge Atommüll weit weg loswerden möchte. Bei der Savannah Riverside Behörde geht es ganz einfach darum, dass man viel Geld damit verdienen möchte. This is a document that I got under the US Freedom of Information Act from Savannah Riverside, which discusses a meeting December 2011. This is the earliest I can document that the discussion of shipping this fuel to the United States was discussed. Before that time, there was no proliferation discussion. It would be managed in Germany, but someone on the German or US side suggested dumping it in the United States in 2011. So I think that's the time when this issue arose. Das ist, was Sie hier vorne sehen, das sind Informationen, die ich bekommen habe von der Savannah Riverside, und zwar aufgrund des Gesetzes zur Informationsfreiheit. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite, dass hier im Jahre 2011 zum ersten Mal ein Treffen stattgefunden hat. Vorher hat es nie irgendwelche Diskussionen um die Weiterverbreitung dieses waffenfähigen Materials gegeben. Und das ist das erste Mal, dass hier davon die Rede ist, dass das eventuell weiter transportiert werden soll in die USA. Und ich denke, dort hat das Ganze angefangen. So you can see this is from the Bundesministerium für Bildung und Forschung here to the US Department of Energy. This is the first time that the Department of Energy in the US discussed this issue publicly was May 29th of this year. This was an email, and you can see in the red that Germany is paying for the development of a reprocessing technique for this fuel, which is illegal because it's commercial fuel, but $10 million has already been paid to Savannah Riverside. Das ist zum ersten Mal, dass dieses Thema öffentlich diskutiert wurde von Seiten der Energiebehörde in den USA. Und wie Sie oben sehen, das Datum, das war der 29. Mai 2014. Das ist eine E-Mail, die damals verfasst wurde. Und dort ist die Rede davon, dass eine Wiederaufbereitungsanlage errichtet werden soll. Und die Finanzierung dieser Technik für die Wiederaufbereitung kommt aus Deutschland. Zum damaligen Zeitpunkt sind bereits 10 Millionen gezahlt worden. But thanks to activists in Germany, we knew about it more than a year earlier. So we're talking about it publicly and basically forced the Department of Energy to start talking about it.
Dank der Aktivisten in Deutschland haben wir schon ein Jahr vorher davon erfahren und haben uns dann an die Energiebehörde in Amerika gewandt und haben diese Diskussion angestoßen. And this is just part of a federal notice that, yeah, come. The U.S. Department of Energy is preparing what's called an environmental assessment on the import of the fuel, and we expect a draft of this document in December, and then there will be a second comment period. And people in Germany commented back in June when there was a public meeting held at Savannah Riverside. Also auf Bundesbehörde wird eine Analyse zur Umweltbelastung vorbereitet. Und der erste Entwurf wird für Dezember erwartet. Im Anschluss daran gibt es nochmal eine öffentliche Aussprache. Okay, so what is the Savannah Riverside? First, what is the Department of Energy? One would think this is an energy department that deals with whatever energy, but it's really a nuclear weapons department. The U.S. Department of Energy is in charge of nuclear weapons and in charge of cleaning up all the radioactive waste left over from making nuclear weapons materials and nuclear bombs. Was ist nun diese Energiebehörde? Wenn man dem Namen nachgeht, denkt man, sie befasst sich mit allen Themenstellungen im Bereich der Energie. Aber das stimmt nicht. Die Energiebehörde in Amerika ist eine Behörde, die sich mit der Herstellung von Nuklearwaffen befasst und damit das Gelände wieder freizuräumen von zurückgebliebenen radioaktiven Abfällen im Anschluss an die Entwicklung und an die Produktion von Nuklearwaffen. The Savannah Riverside, which you probably haven't heard of, is over 800 square kilometers in size. And it's on the border, you'll see in a minute, the border between Georgia and South Carolina, 800 square kilometers. Right now employs 10,000 people, but at the height of the Cold War, there were 25,000 people working at the site making materials for nuclear weapons. Von der Savannah Riverside haben Sie wahrscheinlich noch nichts gehört. Nun, das Gelände umfasst 800 Quadratkilometer. Es befindet sich an der Grenze zu Georgia und South Carolina. Momentan sind dort 10.000 Menschen beschäftigt. Zur Zeit des Kalten Krieges waren es jedoch 25.000. So 5.000 people were removed in the early 1950s, and a lot of them were black people who were still angry because they were not properly compensated for their land. Man hat ganz einfach zu Beginn der 50er Jahre 5.000 Menschen aus der Gegend abgezogen. Und in der Mehrzahl waren das farbige Menschen. Und sie sind immer noch sehr sauer auf die Behörden, weil man ihnen nicht einmal eine Entschädigung für ihr Land angeboten hat, das man ihnen weggenommen hatte. So these are the key nuclear weapons sites that the Department of Energy administers across the United States. And there's still about 100,000 people working on nuclear weapons or the cleanup from production of nuclear weapons. It's a vast complex and takes a lot of federal money every year. So Savannah Riverside is just one facility amongst many. Mm-hmm. Also Savannah Riverside ist also eines der Schlüsselgeländen, wo man mit Brennstäben arbeitet und es gibt dort 100.000 Menschen, die nur damit beschäftigt sind, Nuklearwaffen zu entwickeln und die Rückstände aus dieser Nuklearwaffenentwicklung zu beseitigen. Das ist jedoch nur eines von vielen anderen Geländen, die für diese Art von Fertigung ebenfalls bereitgestellt werden. Okay, so I'm from Columbia, South Carolina, the capital of South Carolina. Charleston is the port through which the Castor cask would come if this were to go forward. Mm-hmm. Go ahead. Ich komme aus Columbia, das ist die Hauptstadt von South Carolina. Und wenn Sie weiter nach rechts sehen, da sehen Sie die Hafenstadt Charleston. Und Charleston wäre die Hafenstadt, die man nutzen würde, wenn diese Castortransporte von Deutschland nach Amerika kommen würden. I'll talk about it more in just a minute, but these triangles,
Those are five military reactors. They were not power reactors. They produced plutonium for nuclear weapons and tritium, the gas, for nuclear weapons use. Die Dreiecke stellen fünf militärische Reaktoren dar. Diese Reaktoren haben Plutonium und Tritiumgas hergestellt. And that H, the H is where the reprocessing plant is, and I'll talk about it in a minute, where the graphite balls would go for reprocessing to remove uranium, and then the waste is discarded. Und diesen Kreis, wo Sie das H sehen, das ist die Stelle, wo die Wiederaufbereitungsanlage stehen soll und wo dann das Uranium weiterverarbeitet werden soll. And let me just mention, the newspapers, this is a very conservative area, it's Republican. I mean, we only have two parties anyway, but the paper here, Augusta, Aiken and Greenville and other cities are against this proposal. So those are conservative papers that have already spoken out against the idea to take the AVR and THTR fuel to the US. Und diese die größeren Städte, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, diese drei Städte, dort hat man über dieses Projekt berichtet in den Zeitungen, und in diesen drei Städten gibt es eine konservative Mehrheit, und da hat man sich bereits dagegen ausgesprochen, diesen Atommüll aus Deutschland nach Amerika zu transportieren. So this is a diagram of all the current activities at the site, but the most important thing to look at is these waste tanks. That's where the waste from U-Liquid would go. It would go from a solid form into a liquid form into these tanks, which are about 4 million liters each, are 60 years old and have cracks in them and are starting to leak. The worst place, the worst circumstances for this material. Und was Sie hier auf dieser Darstellung sehen, das sind die Vorgänge innerhalb dieser Anlage. Rechts in diesem Quadrat sehen Sie die Tankbehälter. In diesen Tankbehältern sollen die Abfälle in flüssiger Form aufbewahrt werden. Diese Tankbehälter fassen 4 Millionen Liter. Sie sind bereits 60 Jahre alt und weisen Schädigungen auf. Sie haben Risse, das heißt, es ist also wirklich eine der schlechtesten Aufbewahrungsmöglichkeiten für diese flüssigen Abfälle überhaupt. I'll say more about it, but this is where the waste is removed, made into a glass form. And this is where big containers of high-level waste are stored. And this says final repository. There is no repository. There's no search for a repository. Und hier werden diese Abfälle verglast. Das sind hochradioaktive Abfälle. Und an dieser Stelle und an einer Stelle des vorherigen Diagramms hat es einen Hinweis gegeben auf eine Endlagerstätte. Aber dazu muss ich sagen, dass es keine Endlagerstätte gibt. Es gibt auch keine Suche nach irgendwelchen Endlagerstätten. This is just a picture of some of the military reactors. As I said, there were not electricity producing, and these were all built in the mid-1950s, and they did not have a containment dome over them. Mm-hmm. That's just where the control rods go up and down. Was Sie hier sehen, das sind Abbildungen von diesen militärischen Reaktoren, und wie ich bereits gesagt habe, sind die nicht zur Energieerzeugung verwendet worden. Sie waren also nie ans öffentliche Stromnetz angeschlossen. Das Bild stammt aus der Mitte der 50er Jahre. Diese Reaktoren haben keine Schutzhülle gehabt. Und was Sie da auf der linken Seite gesehen haben, das war der Bereich, wo die Stäbe, die Kontrollstäbe untergebracht worden sind. Ja, da oben. Ja. Okay, this is that H Canyon. It's called a canyon because it's long and narrow. It's a reprocessing plant. This is where the German waste would go to be reprocessed to remove plutonium, and you can see that one facility has about 800 people working, and the budget is about $150 million a year.
Auf der linken Seite sehen Sie das, was wir als Aha Canyon bezeichnen, ganz einfach aufgrund der Form. Die Anlage ist so weit, so lang gezogen wie ein Canyon, deswegen ist diese Bezeichnung gewählt worden. Und dort soll das Plutonium verarbeitet werden. In dieser Anlage arbeiten gegenwärtig 800 Menschen und es kostet mehr als 150 Millionen pro Jahr. And because of federal budget pressure, it doesn't have enough money to operate. It's out looking for business. So they're hoping that this German scheme it's been reported that it's $1 billion. So that's why they want it. They want the money. Und der Staat steht sehr stark unter Druck, unter finanziellem Druck. Und deswegen ist man so sehr an diesem Geschäft, an diesem Transport interessiert. Man hat ihnen gesagt, dass man damit circa $1 Milliarde machen kann. Und daher kommt das Interesse. This is just a picture of some of the plutonium produced. The sphere that goes into a weapon was produced at another site, and they wanted to build a large one here, but we stopped that. Das ist nur eine Abbildung des Plutoniums, das produziert wird. Die Kugeln werden woanders hergestellt und werden dann an diese Stelle gebracht. Savannah Riverside also handles tritium, which boosts the explosive power of nuclear weapons. This is a canister that has tritium in it that goes into all the nuclear weapons. They're different designs. But the point is, Germany is dealing with a nuclear weapons site in this proposal that's moving. Wie Sie hier sehen, das ist die Anlage in Savannah River. Und dort wird Tritium eingesetzt. Tritium ist hochexplosiv und Tritium wird in allen Waffen eingesetzt. Das heißt, und zeigt hier ganz deutlich, dass Deutschland hier mit einer Firma verhandelt, die Nuklearwaffen herstellt, und das ist nicht richtig. This is one of the old reactors, and right now they started storing plutonium there. This is the control rod apparatus that you saw in the other pictures, and now there's 13 metric tons. That's the same area packed full of weapons grade plutonium. Und was Sie gerade gesehen haben auf dem vorherigen Bild, das ist eine der alten Anlagen. Dort wird Plutonium hergestellt, 13 metric tonnen von waffenfähigen Plutonium. Und was Sie im Hintergrund sehen, das ist der Bereich, wo die Kontrollstangen untergebracht sind. The high-level waste from making all of these nuclear materials went into tanks that were constructed in the 1950s. So this is a photograph as the tanks were being constructed. They're in the ground. These are the tanks. Now the top of them is at ground level, and some of them are down into the water table. There are 51 of these tanks. Und dieses hoch angereicherte Material ist in diesen Tanks abgelagert worden. Und diese Tanks sind 1950 eingerichtet worden. Und einige dieser Tanks, von denen Sie auf der rechten Abbildung nur die Decke sehen können, gehen so tief ins Erdreich, dass sie sogar in den Grundwasserspiegel reingehen. And the State Department of Health and Environmental Control says that, well, 37 million gallons, the amount changes a little, of highly radioactive and toxic waste stored in aging and degrading tanks at SRS, the single largest environmental threat in South Carolina, because the tanks can leak and they can also explode because of hydrogen explosion. Aufgrund der Menge des dort abgelagerten Materials, es ist die Rede von 37 Millionen Gallonen, manchmal ändern sich diese Zahlen auch, hat die Umweltschutzbehörde in South Carolina gesagt, diese Stelle, wo hoch angereichertes Material gelagert wird, ist die gefährlichste Stelle überhaupt im Land. So this is just some of the diagrams of the tanks. These are the tanks from that H Canyon reprocessing plant. Hier sehen Sie Abbildungen von diesen Tankbehältern. Das hier sind die Tanks aus dieser Haar Canyon Wiederaufbereitungsanlage. So in the proposal, this is Department of Energy from June of this year. Kernel dissolution
that's dissolving it in the H Canyon. This is one option. Fission products goes into the high-level waste processing. That's the tanks. Storage awaiting repository. So it means it comes to our site. There is no repository. So Germany would be dumping the material on us, and I'll talk about why there's no repository, but it only complicates the urgent cleanup of this facility. Die Energiebehörde hat im Juni einen Vorschlag zur Lagerung gemacht und hat gesagt, dass das Material wird in diesen Behältern, die Sie auf der linken Seite sehen, gereinigt und dann aufgelöst in dieser Wiederaufbereitungsanlage im Haar Canyon. Dann geht das spaltbare Material in die Tankbehälter und dort wird es gelagert, während es auf die Endlagerung wartet. Aber es gibt ja keine Endlager. Das bedeutet, das Material wird aus Deutschland in die USA transportiert, obwohl wir noch Probleme damit haben, das Material, was ja noch aus den 50er Jahren bei uns vorliegt und noch selber noch nicht beseitigt haben. Das heißt, wir bekommen zusätzliche Probleme mit dem Material aus Deutschland. So the waste from these tanks is being removed. It's being mixed with hot glass and poured in these containers. Already 3,800 containers have been filled, and they're 8,500 total. The German waste would add another 100 to 200, which would delay the cleanup perhaps several years at least. Der Abfall wird mit heißem Glas vermengt und wir haben bereits 3.800 dieser Container, wo dann das heiße Glas mit diesem Abfall eingelagert wird. Und das bedeutet, dass das zusätzlich zu dem, was wir hier noch abreinigen, beseitigen müssten, die Mengen aus Deutschland noch hinzukommen. So, the situation with high-level waste in the United States is basically like it is in Germany. High-level waste in the U.S. is defined as spent nuclear fuel and this Department of Energy waste. This was the facility at Yucca Mountain, but it's now stopped. We have no geologic repository. It's not being investigated. Everything is stopped. It's rather like here. Wir haben also bei uns in Amerika das gleiche Problem, was Sie hier auch in Deutschland haben, mit hochangereichertes Material, was als abgebrannte Brennelemente definiert wird. Das sollte in den Yucca-Bergen gelagert werden, aber wir haben dort keine geologischen Lager. So hat man dieses Programm dort gestoppt. There's Las Vegas and where they tested nuclear weapons, right near Las Vegas. Wie Sie auf der rechten Seite sehen können, da unten ist Las Vegas, befindet sich Las Vegas. Und wenn Sie etwas weiter nach oben gehen, sehen Sie das Testgelände, wo man die Atomwaffen getestet hat. So under US law, all of this material has to go to a geologic repository. There is no repository. So Germany would be sending material to the US that's basically stranded it in my state. And that's why the people are very angry about this. Nach dem gültigen amerikanischen Gesetz müssen diese Rückstände in einem geologischen Endlager gelagert werden. Aber es gibt keine geologischen Endlager. Das bedeutet, Deutschland sendet dann noch zusätzlich Material zu uns in den Staat, in dem ich lebe, und dort strandet es praktisch. Und deswegen sind die Menschen bei uns so verärgert. So spent nuclear fuel is either in the pools at the reactors or now in these containers, which are not protected as well as they are in Germany. Also diese abgebrannten Elemente, Brennelemente, befinden sich entweder in den Abklingbecken oder in diesen Containern, die Sie hier oben auf der Abbildung sehen. But Savannah Riverside has received nuclear material from Germany, from research reactors. We're not dealing with research reactors. These were experimental power reactors. You can't really see this, but there are two reactors here, research reactors. These are the fuel elements, and they're really rather small. There's about 150 of them from Germany in this pool at one of the old reactors. Es gibt Nuklearrückstände aus Erforschungsreaktoren, die von Deutschland zur Savannah Riverside gekommen sind.
Aber hier geht es nicht um Forschungsreaktoren, es geht um Leistungsreaktoren. Was Sie auf der linken Seite sehen, das sind einige Brennelemente, die uns aus Deutschland aus Forschungsreaktoren zugesandt sind, insgesamt aus 2 Forschungsreaktoren. Es handelt sich dabei um 150 Brennelemente, also um eine relativ kleine Zahl. So this is why they're trying to redefine the reactors as research reactors. They were not research reactors. Deswegen versucht man hier die Reaktoren umzubenennen und sie nun als Forschungsreaktoren zu bezeichnen. Aber es geht hier nicht um Forschungsreaktoren. And just to mention, there's also a plutonium fuel plant that's being constructed at the site by Areva. The cost originally was under $1 billion. Now it could be $10 billion or more. The program is in total disarray, and it may not go forward. But it's a $10 billion concrete box. Und dann möchte ich noch erwähnen, dass eine Plutoniumanlage von Areva gebaut wird. Man ist davon ausgegangen, dass das Projekt 1 Milliarde kosten soll. Mittlerweile sind es bereits 100 Milliarden, also es ist völlig daneben. Und vielleicht wird man das Projekt auch irgendwann einstellen, das steht noch nicht fest. 10 Milliarden. Und jetzt rechnet man damit, dass insgesamt 10 Milliarden anfallen. Mhm. So the estimated cost of cleaning up all this mess at Savannah River site, $66 billion to $74 billion, and it's going to be another 30 years. We don't need any more high-level waste from Germany causing this to be further delayed. There's a lot of risk involved if that's the case. Das bedeutet, allein das Beseitigen der Brennstäbe, die wir bisher haben in Savannah River, wird 30 Jahre in Anspruch nehmen und wird zwischen 66 Milliarden und 74 Milliarden Dollar kosten. Wir brauchen keine weiteren hoch angereicherten Brennelemente aus Deutschland. Wir haben genug mit dem zu tun, was wir bei uns vor Ort schon beseitigen müssen. And just to mention, right across the river from the site, there are two nuclear reactors are being constructed. They're by Westinghouse. This area here, on the other side of the river, that's the Savannah River site. It's mostly forest. Und dann können Sie ja sehen auf diesem Bild, da werden 2 neue Kernkraftwerke gebaut, und zwar von der Firma Westinghouse. Was Sie dort im Hintergrund sehen, das grüne Gelände, das gehört zu Savannah River. Das meiste ist Waldgelände. And there's 2 more reactors north of in South Carolina, north of Columbia, South Carolina. This is just a picture of the construction. Und dann gibt es noch 2 Reaktoren nördlich von Columbia, auch in South Carolina. Das ist dann das Bild, was Sie gerade gesehen haben, zeigt die Bauphase. Okay, this is just a summary, but I only want to point out one thing here that I didn't mention. This H Canyon reprocessing plant, it's not under safeguards, as it's called, by the International Atomic Energy Agency, nor is there any regulation by the U.S. Nuclear Regulatory Commission that regulates civilian nuclear activities, because the Department of Energy is exempt. Und diese H-Canyon, hier sind noch einige Schlussfolgerungen, die ich hier aufgezeichnet habe, und da möchte ich insbesondere auf 2 Dinge aufmerksam machen, nämlich diese H-Canyon-Wiederaufbereitungsanlage ist keine Anlage, die von der Internationalen Atomüberwachungsbehörde überwacht wird, und zusätzlich untersteht sie auch nicht der amerikanischen Regulierungsbehörde. Okay, I will leave it at that, but you can see why we don't want more nuclear waste coming to South Carolina, and there must be a German solution for this material, and as far as I understand, it should be left on the Jülich site in a more secure storage facility. Dabei möchte ich jetzt es belassen mit meinen Ausführungen. Und was mich betrifft, so denke ich, dass das Strahlungsmaterial hier in Deutschland verbleiben sollte, in Jülich, und dass man dort eine Lösung finden sollte, das sicher zu lagern. Thank you very much. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. If there's any questions you want to... Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie diese natürlich gerne stellen. Es ist ja nicht nur die Bundesregierung. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen auch eine Landesregierung.
Und die hat das ja auch da die ganze Zeit schleifen lassen, dass die, die Brennelementekugeln aus Jülich, die haben das ja, die Genehmigung, dass es da gelagert worden ist, ist ja letztes Jahr schon ausgelaufen und die haben sich nie gekümmert. Ich denke mal, die haben ja darauf angelegt, dass man denen das wegnimmt, in Anführungsstrichen. Was sagt denn die NRW-Landesregierung? Weil die ist ja jetzt mal primär verantwortlich dafür. Die Landesregierung versucht immer tatsächlich die Schuld oder die Verantwortung abzuschieben. Sie erklärt sich gerne für unverantwortlich, sondern nicht verantwortlich. Und in diesem Fall ist es also so, dass sie dann auch den Bund, die Bundesregierung halt mit ins Boot nimmt und sagt, sagen wir, Exporte sind natürlich Bundesangelegenheit, Transporte sind auch Bundesangelegenheit. Wir sagen als Piraten ja hier im Lande, dass wir möglichst gar keine Nukleartransporte haben wollen, sofern sie nicht also wirklich streng notwendig sind. Ausgenommen sind jetzt zum Beispiel so medizinische Hinterlassenschaften aus Behandlung und medizinischen Untersuchungen. Das ist ein anderes Thema. Wir reden jetzt wirklich von der Nutzung der Nuklearenergie zur Energieproduktion und wir wollen keine Transporte. Und die Landesregierung redet sich immer wieder darauf aus, dass das ein Bundesangelegenheit ist und sie da keinen Einfluss drauf hat. Wir schlagen tatsächlich vor, dass man guckt, ob Jülich nicht doch ertüchtigt werden kann, dass die jetzige Lage so weit ertüchtigt werden kann, dass es eine Bodenverflüssigung eventuell standhält im Falle von eines Erdbebens, oder ob man dort ein neues sicheres Lager baut. Und wenn sich dann herausstellt, dass das nicht möglich sein sollte, dann ist die zweitbeste Möglichkeit halt ein Transport auf dem möglichst kurzen Weg. Das könnte bedeuten zum Beispiel aus ganz in der Nähe. Aber was gar nicht in Frage kommt, ist ein Transport über hunderte von Kilometern erst nach Hamburg mit Lastern. Muss man sich vorstellen, die haben 3 Lastwagen zur Verfügung, mit denen sich das dort transportieren können. Und das würde alleine dieses Transport aus von Jülich nach Hamburg mit 3 Lastwagen jetzt auf über 3 Jahre dauern. Und dann werden die da auf Schiffe gepackt und über den Atlantik geschippert und dann in Savannah wieder umgepackt, nicht in Savannah, sondern in einem Hafen, der an der Ostküste liegt in der Nähe von Savannah, das ist Charleston, und dann kommt man nach Savannah weg. Ja, so das geht nicht, das machen wir nicht mit, das wollen wir nicht. It's important to point out the 3 years. In documents in the U.S., they said the shipments would take place over 3 years. Das ist ganz wichtig, dass in offiziellen Dokumenten in Amerika man sagt, dass dieser Transport insgesamt 3 Jahre dauern würde. And from my perspective, it appears that the Forschungszentrum Jülich has been dragging its feet and trying to force things where the only option would be to send the material to the United States. Mm-hmm. And one reason I'm here is I think they have to have a draft document at the end of September about their options. Meiner Meinung nach hat die Forschungseinrichtung in Jülich ganz einfach nichts gemacht und hat dann gehofft, dass das irgendwann in den USA landet, das Ganze irgendwann in den USA landet. Und ich bin hier, weil ich weiß, dass Ende September ein Vorschlag über die Lagerung dieses Materials vorhanden sein muss. In the statement of intent signed between the two governments, they said they wanted to have a legally binding document in early 2015. So the timeline is very short. I think they have a short timeline to try to force the issue to a decision to export the material, but it's really not, their scheme isn't working. Und in dem Absichtsschreiben der beiden Regierungen ist die Rede davon, dass man bis Dezember 2015 eine Lösung gefunden hat. Ich glaube, das ist ein sehr kurzer Zeitrahmen. Und meiner Meinung nach ist der so kurz gesetzt worden, weil man ganz einfach hofft, dass man dann den Export in die USA forcieren kann. Also es ist schon auffällig, dass da jetzt dieses Gutachten kommt mit der Bodenverflüssigung. Man weiß seit über 10 Jahren, dass die ursprüngliche Annahme, es wäre der Kölner Bucht keine Erdbeben über 5,5, nicht stimmt. Man hat damals also tatsächlich auch Erdbeben, die stärker sind, durchsimuliert, weil man damit rechnet, dass solche Erdbeben auftreten können.
Und jetzt, 10 Jahre später, kommt dann dieses Gutachten. Und wenn man sich überlegt, wie sonst mit Gutachten umgegangen wird, die kritisch schreiben zur Sicherheit von Nuklearanlagen, die waren dann nämlich entweder in die Rundablage oder die kommen in Giftschrank. Oder sie werden umgeschrieben, bis sie genauso echt sind wie der Doktorzitat von Herrn Gutenberg. Ja? Oder es werden Gegengutachten gemacht. Dann wird dieses Gutachten jetzt plötzlich als Grund genommen, eine Räumung anzuordnen. Das ist schon ungewöhnlich. Also so hohen Sicherheitsstandard hatten wir in der Bundesrepublik noch nie. Da muss man die Regierung ja direkt nach oben. Mich würde noch das über den Hintergrund Ihrer Initiative interessieren, dieses Riverside Watch Initiative. Wie weit ist die verankert in der örtlichen Bevölkerung? Gibt es da Organisationsformen? Whatever, vielleicht können Sie dazu noch mal kurz was ausführen. Yeah, so we formed this small, it's a very small organization, and it's not a membership organization. In order to focus directly on the Savannah River site. There was no group before. I mean, I've worked for various organizations, but we did not have a dedicated group focused on the site. Also es handelt sich bei der Savannah River Site um eine ganz kleine Organisation. Das ist keine Organisation, wo es also eine Mitgliedschaft gibt, sondern das ist eine Organisation, die gegründet wurde, um sich ganz speziell mit diesem Problem in der Savannah River Site zu befassen. Ich selber habe schon bei vielen anderen Organisationen mitgemacht, aber keine dieser Organisationen hatte als Ziel diese Savannah River Site. So we basically obtain information, provide information to the public and other groups, and work with an association of environmental groups in South Carolina, and there's about maybe 35 groups, including the Sierra Club, which is a very large group in the United States, and they have taken a position against this, and they represent about 50,000 people in the state of South Carolina. Was wir machen in unserer Organisation ist, dass wir Informationen sammeln und Informationen für die Bevölkerung bereitstellen und auch für andere Gruppen. Und wir arbeiten eng zusammen mit Umweltschutzgruppen in South Carolina. Es gibt da insgesamt 35 Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, unter anderem auch den Sierra Club. Das ist eine ganz bekannte Umweltschutzorganisation. Und die Position, die von diesem Club vertreten wird, ist die unsrige. Und dieser Club spricht für 50.000 Menschen in South Carolina. Es hat also sehr viel Einfluss. But we're also a member of this organization, Alliance for Nuclear Accountability, which is around the Department of Energy sites around the country. So we share information between a lot of different groups around the country because a lot of the issues are really the same. So there's a network. Wir sind unter anderem auch Mitglied in dieser Gruppe. Das ist ein Bündnis, das Rechenschaftspflicht für den Einsatz von nuklearem Material fordert. Und es gibt praktisch so ein Netzwerk aus unterschiedlichen Gruppierungen, die sich hier zusammengeschlossen haben und die miteinander arbeiten, weil wir alle mehr oder minder dieselbe Zielstellung verfolgen. We only formed the group in January of this year, but it's already had a big impact as far as obtaining information, like through freedom of information, connecting with people, like the groups here in Germany. It's been quite important for the work, and that's the kind of thing we hope to do in the future too. Unsere Organisation ist erst zu Beginn dieses Jahres gegründet worden, hat aber bereits sehr viel erreichen können. Aufgrund des Gesetzes zur Informationsfreiheit haben wir vielerlei Informationen gesammelt. Wir haben angefangen, mit anderen Gruppen, anderen Personen zusammenzuarbeiten, wie beispielsweise Gruppierungen in Deutschland auch. Und wir haben bereits sehr viel erreicht und hoffen, dass uns das auch in Zukunft weiter gelingen wird. And like with the Piratenparty, it's been very good for us. And they've been very helpful in helping us conduct activities here. And it's really been very encouraging to me to make this international link, and I hope we can continue that. Beispielsweise war die Zusammenarbeit mit der Piratenpartei hier ganz besonders positiv. Man hat mir hier geholfen, unterschiedliche Dinge ins Leben zu rufen, verschiedene Aktivitäten meinerseits unterstützt.
Und ich habe mich also sehr gefreut, dass das Ganze auf internationaler Ebene vonstatten gegangen ist. Und ich hoffe, dass es auch in Zukunft noch so weitergehen wird. Ja, das hoffe ich auch. Wir werden auch unser Teil dazu beitragen. Ich bin auch froh, dass wir hier manchmal so eine Anti-Atomkraft-Bewegung haben, die auch keine Regulierungsängstlichung über Parteien hat, mit der es also eine sehr gute, intensive Zusammenarbeit gibt, schon seitdem wir jetzt im Landtag sitzen. Und das freut mich herzlich, dann auch nochmal im Super Münster zum Beispiel. Und ich möchte noch sagen, dass ich die Jülicher ja in Teilweise verstehen kann. Die wollen den Kram halt gerne loswerden. Das ist kein Spaß. Da liegt hier schon seit Jahrzehnten eine strahlende Atommüll rum. Es gibt kein Endlager. Es gibt auch keine Aussicht auf ein Endlager irgendwann in absehbarer Zeit. Und das da weitere Jahrzehnte rumliegen zu haben, einfach keinen Spaß. Aber es ist kein ausreichender Grund, um das ins Ausland zu verschiffen. Wir haben Erfahrung mit dem Transport von Nuklearmaterial ins Ausland. Es ging Uran-Hexafluorid aus der Anreicherungsanlage in Gronau, das nach Russland verkauft wurde. Und wir hatten hier im Winter 2012 Aktivistinnen aus Ostsibirien, die uns berichtete, was da los ist, dass sich das Zeug in Fässern draußen, in der wirklich draußen in der freien Natur, die Fässer rosten leise vor sich hin. Dieses Uran-Hexafluorid ist sehr kritisch, wenn das mit Wasser in Berührung kommt, kann es anfangen zu brennen. Und dann zersetzt es sich in Uranylmonoxid und Uranylfluorid und Flusssäure und in einem zweiten Reaktionsschritt dann zu Uranoxid und Flusssäure. Und das kriegen Sie, diesen Prozess, den kriegen Sie nicht gestoppt. Und Uran in Form von Uranhexafluorid zu lagern ist kritisch. Wenn man es schon lagern muss, sollte man es umwandeln in Uranoxid, das ist etwas weniger kritisch zu lagern. Ja, man muss dann aber nicht die Kapazität. Ja, ganz einfach nicht die Kapazität, um die großen Mengen dort in Uranoxid umzuwandeln. Die hat man in Deutschland auch nicht. Deutsches Uranhexafluorid wird nach Südfrankreich gefahren und dort umgewandelt. Und kommt dann das Uranoxid wieder zurück. Wir haben gerade eine neue Lagerhalle eingeweiht in Gronau, die 60.000 Tonnen Uranoxid aufnehmen soll. Plötzlich in 50.000 Tonnen Uranhexafluorid, die dort bereits gelagert werden können. Also man hat überhaupt nicht vor, irgendwie aus diesem Nuklearkreislauf auszusteigen, die Urananreicherungsanlage stillzulegen. Wir sind auch mit parlamentarischen Initiativen, die wir hier nach versucht haben, also einzubringen, gescheitert. Die vier Pro-Nuklearparteien hier nach jubeln alles an. Und egal, ob es um Uran-Transporte geht oder auch um die Urananreicherungsanlage. Man hat sich natürlich beklagt über die Zustände in Russland, nachdem das Uranhexafluorid dort exportiert worden war und herauskam, dass es da in Ostsibirien draußen auf der Wiese lag. Die Russen haben einfach dann gesagt, das geht euch nichts an, ihr habt uns das Zeug verkauft, für uns ist das ein strategisches Material, obwohl es abgereichert ist, kann man es noch weiter abreichern, man kann es nochmal in die Urananreicherungsanlage jagen und die kleinen Reste an Uran-235, die da immer noch drin sind, eben auch nochmal weiter anreichern. Und das ist genau das Problem. Wenn man das Zeug exportiert, dann ist man es nicht nur los, man hat nicht nur die Verantwortung vor den Hacken, sondern man hat auch keinen Einfluss mehr darauf, was auch damit dann passiert, was damit gemacht wird. Und das ist ganz wichtig zu erinnern, wir dürfen das nicht exportieren, weil wir nie die Kontrolle darüber verlieren, was da damit passiert. Wir wissen, Thomas gerade dargestellt, in den USA weiß auch niemand wirklich, was er mit dem Zeug machen soll. Ein Endlager haben die nicht, die suchen noch nicht mal nach einem Endlager. Hier wird ja zumindest so getan, als würde man nach einem Endlager suchen, weil wir nach deutschem Atomrecht solche Anlagen, Atomkraftwerke auch nur betreiben dürfen, wenn die Endlager umgesichert ist. Und seit Jahrzehnten schleifen sie sich an dieser gesetzlichen Regelung vorbei, indem sie sagen, naja, wir suchen ja und wir versuchen ja und wir machen Proben und hier und haben Gutachten dargeschrieben. Und ja, mit meiner Zwischenlagerung so, ja, als Zwischenlösung halt, als Druckenlösung. Damit wird auch immer mal Schluss sein. Ich glaube, dass die Gerichte irgendwann auch mal sagen, Leute, jetzt reicht's, ihr habt keine Endlage, schaltet die Anlagen ab. Oder ändert das Gesetz. Wir sind für die Gästeorientierte Abschaltung. Je schneller, je besser. Die beste Methode, wenn der Atomabfall losgeht, ist, um gar nichts zu produzieren. Mich würde mal interessieren, wie weit denn die Anti-Atom-Bewegung in den USA ist. Ich meine, wir haben eine Menge Probleme
Und wir haben gehört, welche Probleme die Amerikaner mit der Endlagerung haben. Und dann höre ich, dass auch immer wieder noch neue Kernkraftwerke gebaut werden. Wie ist da die Situation? Wie viele Leute sind da prozentual wirklich in der Anti-Atom-Bewegung? Currently there are 5 reactors, 5 new reactors under construction. This site by Savannah Riverside has 2 operating reactors and 2 reactors under construction. This site in South Carolina has 1 reactor. And 2 under construction. Momentan werden 5 neue Reaktoren gebaut. In Savannah ist es so, dass es 2 Reaktoren gibt, die sich in Betrieb befinden, und 2, die noch gebaut werden. Und in South Carolina gibt es 1 Reaktor, der sich in Betrieb befindet, und 2, die noch gebaut werden. These are the authorization for them is on the federal and state level, but and on both levels there have been interventions against the licensing of the reactor and against allowing them to go into the rate base for the rate structure for the utilities. Mm-hmm. So maybe in South Carolina there were 2 environmental groups, and in Georgia 4 or 5, and Und die Genehmigung für diese Reaktoren erfolgt sowohl auf Bundesbehörde als auch auf der Ebene der einzelnen Staaten. Und es hat sehr viele Bemühungen gegeben, auf beiden Ebenen zu verhindern, dass es neue Genehmigungen gibt. Und man hat auch versucht zu verhindern, dass die Kapazitäten dieser Reaktoren mit einberechnet werden in das, was für das Stromnetz erforderlich ist. Und es gibt in South Carolina 2 Anti-Atom-Gruppen, die sehr aktiv sind, und in Georgia gibt es zwischen 4 und 5 Gruppen, so die sehr aktiv sind. There's only one more reactor that's being constructed, and that's in the state of Tennessee, and there's been one main group with formal opposition on the state and federal level. In Tennessee gibt es noch einen weiteren Reaktor, der gerade gebaut wird, und dort gibt es eine Gruppe von Atomkraftgegnern, und die haben sich sehr stark dagegen eingesetzt. So these reactors are going forward. Whether they operate, I don't know. But the original plan from 8 years ago was there would be 20 reactors under construction. Mm-hmm. Now, that has totally not happened. Mm-hmm. In fact, we had 104 reactors 3 years ago. Now there are only 99 operating reactors. So these 5 reactors will only replace the ones that have been closed. Die Kernkraftwerke, die ich gerade aufgezählt habe, das sind Projekte, die werden abgeschlossen. Das ist ganz sicher, das wird nicht mehr gestoppt. Ob sie jemals ans Netz gehen, das ist eine andere Sache. Vor 8 Jahren hat es noch Pläne gegeben, 20 neue Kernkraftwerke zu bauen. Die Pläne gibt es jetzt nicht mehr. 104 Reaktoren hat es noch vor 3 Jahren gegeben. Heutzutage sind es 99. Und die 5, die neu gebaut wurden, sind praktisch Ersatzreaktoren, Ersatzkraftwerke für diejenigen, die ausgelaufen sind. And there are groups that are monitoring these proposed reactors all over the U.S., and also quite a number of anti-nuclear and other public interest groups in Washington. Es gibt im ganzen Land Anti-Kernkraft-Gegner, die sich in Gruppen zusammengeschlossen haben und die beobachten, was im Land passiert. Und auch in Washington selber gibt es ganz starke Gruppierungen gegen die Kernkraft. So the question is, why did the nuclear renaissance fall apart? And I can think of a few main reasons. The cost have gone out of control. Electricity consumption has fallen. And the only place the reactors are being built is because of state laws which force us to pay in advance.
Warum ist es jetzt nicht zu einer Renaissance dieser Atomkraft, dieser Atomenergie gekommen? Ich kann mir da nur drei Gründe denken. Zum einen, einmal sind die Kosten völlig außer Kontrolle geraten. Zum anderen ist es so, dass der Energieverbrauch in unserem Land nach unten gegangen ist, weit gesunken ist. Und dann denke ich, dass diese Kernkraftwerke gebaut werden, weil es auf bundesstaatlicher Ebene Gesetze gibt, die verlangen, dass dafür im Voraus bezahlt wird. So in South Carolina, the customers take all the costs and all the risk. Same in Georgia. We have already had 7 rate increases for these 2 reactors. It's now 13% of the bill. But these 2 states, maybe in Florida, were the only ones that have this law, but those are the only states where this new type of reactor has been pursued. In South Carolina und in Georgia ist es so, dass die Energieverbraucher die Kosten und die Risiken für diese Reaktoren tragen. Das ist so, dass bei uns beispielsweise die Energiegebühren schon 7-mal angestiegen sind. Und sie machen mittlerweile für diese Reaktoren allein 30% der Rechnung aus. Ich glaube, in Florida gibt es vielleicht noch auch noch ein Gesetz. Ich bin da aber nicht ganz so sicher, ob das da auch so ist wie bei uns. So it's not just the anti-nuclear groups or public interest groups that have caused the situation. It's the economics of the nuclear utilities. It's the unjust laws on the state level, and as I said, the falling electricity demand. Mm-hmm. But the future for nuclear power in the United States is not very pretty. Es sind also nicht nur die Atomwaffengegner, die verantwortlich sind für die Kritik und dafür, dass es halt nicht mehr nach vorne geht mit weiteren Kernkraftwerken, sondern dafür gibt es auch andere Gründe, die Gründe, die ich Ihnen gerade aufgezählt habe. Ganz einfach, weil sich das nicht mehr rechnet, dann auch für die Unternehmen. Dann die ungerechten Gesetze, die ich Ihnen gerade zitiert habe, die es in South Carolina und Georgia gibt, dass also die Konsumenten die Kosten und die Risiken zu tragen haben. Und als dritter Grund halt eben der fallende Energieverbrauch. Und ich denke, die Zukunft sieht für die Kernkraft in den USA nicht besonders gut aus. But I would add one the thing that you can see there's 7 reactors in South Carolina. That's almost 50% of the electricity. So the people aren't so much anti-nuclear, but since Fukushima, they're certainly more concerned about the environmental impact, and because of the cost, they want to see more rapid implementation of alternative energy and conservation and efficiency. Es gibt in South Carolina 7 Kernkraftwerke, und diese stellen 50% der Energie. Und deswegen hat es da nie so eine besonders starke Opposition gegeben. Das hat sich mit Fukushima jedoch geändert. Und die Menschen machen sich mehr Gedanken um die Auswirkungen auf die Umwelt. Und aufgrund der Tatsache, dass dieser Einsatz der Kernkraft auch mit sehr hohen Kosten verbunden ist, möchte man, dass ganz schnell Alternativen gefunden werden. Wir haben ja jetzt gerade gesagt, dass eine Option auch wäre, wenn der Export in die USA der Castoren nicht stattfindet, weil sich ja hier ziemlich viel Widerstand auch aufbaut. Es hat 2 Sonntagsspaziergänge gegeben in Aarhus und auch in Jülich. Wie wird es dann aussehen? Es gibt immer noch Aarhus, und wir hatten ja heute im Landtag auch die Möglichkeit, dass die Fraktionen Tom hätten interviewen können und Fragen beantwortet haben können. Da ist keiner gekommen, da sind die Grünen nicht gekommen, da ist die SPD nicht gekommen, die FDP schon gar nicht. Und die Frage wäre, wie wird beurteilt, wenn es dahin geht, dass die Castoren vielleicht doch nach Aarhus geschafft werden sollen? Wie wird diese Situation gesehen? Ja, es ist schade, dass die anderen 4 Fraktionen, die wir auch eingeladen hatten, noch nicht mal abgesagt haben. Wir sind einfach nicht gekommen heute Nachmittag zur Veranstaltung. Das ist ziemlich unhöflich. Die wissen auch nicht, was sie machen sollen. Die wollen die Atome natürlich loswerden. Die sind sicherlich alle der Meinung, je weiter weg das Zeug kommt, desto besser für uns. Das ist alles an Florians Grenzen.
Aber sie kommen damit nicht durch. Das Bundesrecht sagt ganz klar, das Zeug darf nicht transportiert werden. Sie müssen sich irgendwie darstellen, was sie machen wollen. Wenn Sie jetzt sagen, dann transportieren wir das nach Aarhus, dann kriegen Sie halt in Aarhus Ärger. Denn in Aarhus wird auch niemand diesen zusätzlichen Atommüll haben. Ich weiß nicht, was die sich überlegen und was die vorhaben. Vielleicht versuchen sie hier alles auf den Boden zu schieben. Dass es natürlich eine Option gibt, die alternativlos ist und die dann durchgeführt werden muss. Zum Beispiel, dass man das Bundesrecht ändert, um das Material noch exportieren zu können. Aber man hört von denen nichts. Schweigen im Wald. Und wie gesagt, sie haben sich heute auch nicht blicken lassen. Sie hatten uns ein Gespräch. Dort fehlen uns, dass wir auch Stellung nehmen können oder sich mal informieren können aus erster Hand. Damit kann ich das so machen. Was schon ziemlich kritisch und ziemlich deutlich in seiner Kritik. A lot of information in German on srswatch.org, including some articles from today. So check it out. And I have some business cards if anybody would like one. Mm-hmm. Thank you very much for coming. Thank you for sponsoring. Appreciate it. Ich möchte nur noch hinzufügen, dass es auch noch sehr viele zusätzliche Informationen gibt auf der Seite SOS Watchdog, auch auf Deutsch. Also falls Sie sich dafür interessieren, da können Sie noch zusätzlich was nachlesen. Und ich habe hier auch für diejenigen, die das interessiert, noch Karten mit meinen Daten. Also wer das gerne möchte, der kann gerne meine Kontaktdaten mitnehmen, sich mit mir in Verbindung setzen. Und dann möchte ich noch den Piraten dafür danken, dass sie diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Ja. Dankeschön. Ich würde mal interessieren, ob es nicht von den anderen Parteien Initiativen gab, Herrn Clement einzuladen. Ich weiß, dass es auf Landesebene keine gab. Auf Bundesebene ist es so, dass Herr Clement wird jetzt noch bis übermorgen nach Westfalen bleiben und dann über Münster nach Hamburg fahren. Hamburg ist ja der Hafen, über den die Atomtransporte rollen in Deutschland. Und dann wird er nach Berlin fahren. Und dort sich auch mit Vertretern der Linken und auch der Grünen auf Bundesebene treffen. Aber ich glaube, das kann Tom selber besser schildern als ich, was da noch geplant ist jetzt im Laufe der Woche. Yeah, well, I'm going to the gates of Aarhus, and then tomorrow there's a discussion in Jülich, a public meeting. Then to Aarhus, and then a public meeting in Hamburg, and then Thursday afternoon and Friday meeting with some members of the Bundestag. I'm not exactly sure who. That's being arranged, and there might be a press event too. And then my time is over. Also morgen, das habe ich ja schon erwähnt, gibt es ein Treffen in Jülich. Und im Anschluss danach gehe ich nach Aarhus und dann nach Hamburg. Donnerstag und Freitag werde ich mich, auch dort gibt es Treffen, die vereinbart worden sind. Und dann Donnerstag und Freitag werde ich mich in Berlin aufhalten. Und dort ist ein Treffen mit Mitgliedern des Bundestags vereinbart. Ich weiß nicht, wer das jetzt im Einzelnen ist. Und es ist eventuell auch noch ein Presseevent geplant. So we had a press event in the Landestag building today, mm-hmm. And there were several television station, paper, radio, so look for that tonight and tomorrow. Thank you. Wir haben hier heute Morgen im Landtag eine Pressekonferenz gehabt und da gab es verschiedene Vertreter von unterschiedlichen Zeitungen, vom Radio und vom Fernsehen. Also wenn Sie sich jetzt ein bisschen weiter informieren wollen, Sie finden sicherlich heute Abend oder in den nächsten Tagen was in den Medien. Ja, wenn es sonst weiter keine Fragen, Diskussionsbeiträge sind, dann bedanke ich mich für das Interesse und wie gesagt, ich habe noch Tüten mit Inhalt mitgenommen werden. Wir haben draußen noch Postkarten, kleine Aufkleber und Unterschriftenlisten. Die sich freuen, wenn jemand sie mitnimmt und weiter verteilt. Ich danke auch Tom für die lange Mühe, die er sich gemacht hat mit der weiteren Reise und hoffe, dass die anderen Veranstaltungen, an denen er dann teilnehmen wird, auch ein bisschen mehr Zuschauerinteresse haben, weil das Thema es wirklich wert ist. Ja. Ich danke Ihnen für die Organisation. Thank you.